Herr Karas, glauben Sie an die Möglichkeit, ihn zu renovieren, den Sozialismus? Nein, ich bin ja traurig darüber. Aber nein, aber ich möchte dazu noch was sagen und darf noch mal auf den Vergleich zurückkommen mit dem Nationalsozialismus. Ich gebe Ihnen recht, dass der Vergleich nicht zulässig ist, was die Zeit des Dritten Reiches betrifft. Aber was die Zeit danach betrifft, ich glaube, da kann man durchaus vergleichen mit jetzt. Wie damals auch keiner mehr nach Mai 45 Nazi gewesen war, wie jeder vergessen hatte, jeder irgendeinen Juden gerettet haben wollte oder eine jüdische Großmutter aus der Versenkung holte. So wird es in der DDR vermutlich sein, dass keiner mehr den Sozialismus mehr... Herr Reich-Ranitzky hat dem Stefan Hermlin vorgeworfen, dass er sagt, jawohl, ich habe Stalin-Gedichte geschrieben und ich bedauere keinen. Das finde ich eine gute Haltung. Es tut mir sehr leid. Nein, ich finde eine schlechte Haltung. Wenn man einen Tyrannen gelobt, es kann eine historische Situation gewesen sein, die das entschuldigt. Er hat einen Tyrannen gerühmt. Aber wenn man Jahrzehnte später all seine ungeheuerlichen Verbrechen kennenzulernen genug Gelegenheit hatte und immer sagt, jawohl, jedes Wort, das ich geschrieben habe, war gut, ich nehme es nicht zurück, so ist das Starrsinn und Blödsinn. Eine idiotische Anekdote. Den haben Sie schon das letzte Mal exekutiert. Nein, ich exekutiere nicht Botho Strauß, sondern ich möchte eine idiotische Anekdote entlarven. Ist doch Blödsinn, was der Gründgens gesagt hat. Wozu soll man ihn denn... Ich finde das idiotisch. Bitte. Ich finde das erstens idiotisch, dass Sie Stefan Hermlin Ihre Teilnahme ist nicht vorgesehen. In irgendeiner Weise mit diesen Leuten vergleichen. Ja, wir vergleichen noch gar nichts. Warten Sie mal ab und dann werden Sie sehen, wozu wir darüber reden. Warum es ist ja um den Unterschied zu zeigen. Bitte verlassen reden, Sie mir völlig egal. Ja, bitte verlassen Sie diesen Platz. Ja, dann müssen wir die Sendung abbrechen. Oder Sie müssen mich räumen lassen. Nein, ich habe keine Lust. Ich bitte Sie, seien Sie vernünftig. Ich bin vernünftig. Ja, bitte verlassen Sie diesen Platz. Sie machen es unmöglich, dass diese Sendung in Zukunft mit Publikum stattfinden wird, wenn Sie sich auf diese Weise benehmen. Herr Wilms, würden Sie vielleicht den Herrn sanft wegführen? Ja? Ich verstehe es nicht, warum Sie... Das werden Sie gleich verstehen. Hören Sie zu. Ich verstehe es nicht, warum Sie Schriftsteller der DDR... Ja, ich bin hier nicht dazu da, Ihnen zu antworten. Wir vier unterhalten uns hier. Schluss. Okay. Darf ich Sie bitten, ich finde das nicht vernünftig, also, Entschuldigung, dass Sie Schriftsteller in der DDR... Ja, das interessiert mich nicht, was Sie finden. Was Sie vernünftig finden, ist im Moment nicht erheblich. Würden Sie bitte wieder weggehen? Ja, ich gehe weg. Dann ist okay. Wenn ich eine Erklärung abgebe. Nein, wir wollen keine Erklärung mehr abgeben. Das ist eine Erklärung. Ich finde das nicht vernünftig. Ja, nein, wir wollen Ihre Erklärung nicht hören. Die Erklärung. Ich finde bitte, Sie werden uns, Sie unterbrechen die Sendung auf diese Weise, ja? Also würden Sie bitte... Dann müssen Sie diese Sendung unterbrechen. Ich finde es nicht vernünftig, dass die Schriftsteller der DDR für die Leute, die in der DDR, die sich für die Umwälzung eingesetzt haben, die, sagen wir mal, so eine Art Lichtblick waren... Ja. Dass Sie die so in den Schmutz ziehen. Ja gut, das finden Sie falsch, ist Sie, gut. Wir haben Sie jetzt gehört. Das ist vertreten worden. Und Sie haben Ihren Standpunkt dargelegt, verlassen Sie. Sie haben Ihre Erklärung, Ihr Manuskript können Sie später zurück anziehen. Zu der Anekdote. Die Gründgens-Anekdote hat keinen Sinn aus folgendem Grund. Darauf konnte er sich nämlich auch nicht verlassen. Wenn Fliegeralarm war, kam 8.15 Uhr Marianne Hoppe im blauen Kleid eben nicht auf die Bühne. Also es ist irgendeine lächerliche Anekdote. Aber nun bleiben wir mal bei der ganzen Situation der Schauspieler. Sie sind im Dritten Reich, gar keine Frage, auf unerhörte Weise, das geht aus Ihren Erinnerungen hervor, privilegiert, korrumpiert worden. Es ging Ihnen fabelhaft. Sie denken an die Zeit mit Vergnügen zurück. Sie sehen eigentlich immer nur das Positive, eine Glanzzeit, alles wird unterdrückt. Nur, ich möchte nicht, dass wir zum Ergebnis kommen, in der Nacht sind alle Katzen grau. Es haben sich nämlich nicht alle genauso verhalten. Und es gab Möglichkeiten, sich anders zu verhalten, und der Fall Gründgens beweist es.